Also allein schon die Musik ist super, super entspannend. So. An dieser Stelle übrigens nochmal vielen, vielen Dank für den Key an Terminals. Terminals.io hat mir nämlich einen Key für Observer gegeben. Viel zu lange eigentlich schon her, dass das war. Sorry, dass es erst jetzt geklappt hat, aber ja. Genau. Palmview Drive. Und hallo Katie, ist best, schön, dass du da bist. Wie geht's dir dann? Was ist denn Palmview Drive? Dann schauen wir noch kurz, was es ist, bevor ich dazu Ja oder Nein sage. Genau, The Colonist ist also ein kleines Aufbauspiel. Ich glaube, das wird jetzt ganz nett. Oh, warte, Palmview Drive, das erinnert mich an Dinge. Ich glaube, das sind so Spiele, die ich nicht spielen will. Ja, nee, das ist so ein. Nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das würde ich tatsächlich nicht spielen. Selbst wenn es mir jemand schenkt. Ein Walking Simulator, ja. Genauso wie hier. Wie heißt das andere Spiel nochmal? Slenderman. Slenderman ist auch nur so. Das ist eigentlich gar kein. Das ist noch nicht mal ein Walking Simulator, sondern ein Schlender Simulator. Ich weiß schon. Genau, mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich jetzt auch schon auf dieses The Colonist. Also nach dem ganzen Stress jetzt. Einfach nur entspannt Dinge aufbauen. So. Scenario 1. After countless years traveling through space, you find a habitable planet. Ja, grandios. Genau, damit wollen wir jetzt entspannt in den Abend reingehen. Ich schaue mal übrigens, dass wir morgen vielleicht noch streamen können. Mittwoch, Freitag, Sonntag, wie gesagt, kein Stream, weil da bin. Obwohl, Sonntag könnte ich fast wieder streamen. Da komme ich eventuell verspätet zu Arma 3 noch dazu. Potenziell sehr bemüdet. Aber ja. Genau, also Mittwoch, Freitag kein Stream, weil da bin ich auf der Convention. Also bin ich auf einer Messe. Und, nee, Konferenz. Messe ist es nicht. Konferenz ist es. Da werde ich dann, die ganze Zeit beschäftigt sein. Potenziell, eventuell kann ich mal mit Freunden noch schauen, dass wir uns am Laptop irgendwie mit vier Controllern irgendwo hinklatschen und irgendwas spielen. Haben wir ja beim letzten Mal auch irgendwie ad hoc gemacht. Und haben dann hier Monster Prom gespielt, was super witzig war. By the middle of the 21st century, a significant advancement has been made in the fields of robotics and artificial intelligence. Scientists had begun developing self-aware printable robots capable of simulating human needs for sustenance and shelter. Faced with an indefinite future of servitude, one group of robots hatched a plan to create a new life for themselves. Realizing there would be no place on Earth they could enjoy freedom without persecution, they looked to the heavens. They commandeered the nearest rocket ship and flew out into the darkness of the solar system in search of a new human home, where they would be free to fulfill their dream, to be human. Süß. Also die Roboter, die haben jetzt ein eigenes Leben entwickelt und ein eigenes Denken. Die wollen nicht mehr Sklaven sein, die wollen einfach Mensch sein. Und deswegen sind sie in den Weltraum abgehauen und haben einen Planeten jetzt. Also wollen jetzt diesen Planeten besiedeln. Das ist super knuffig. Oh Mann, jetzt muss ich noch an die Redaktionsumschläge. Ach so. Ja, ich erinnere mich. Die Redaktionsfolge. At least Terra Firma. We have finally reached a habitable planet and we can set our wheels on ground. You are Dronebot Garun and you are in charge of colony operations. This looks like a good island to test our anthrobotic system. While your crew are unloading your fuses, here are some basics. Okay, mit QE. Und ein bisschen laut ist es, ne? So, ein bisschen. Genau, so. Also, falls jetzt zu leise ist, sag nochmal Bescheid. You can use your mouse to move around. Right click and drag to move around. Zoom. Schön. Soweit so offensichtlich. You have a few resources to get started. You can see how many of each resource you currently have in storage in the bottom left of the screen. Click the flashing logs. The resource panel tells you how many logs you currently have stored and how much the number has changed over the last
day or week. Ja, krass, wir haben sogar richtig schöne Statistiken hier. Below that is a list of buildings where the resources are stored. So you currently have 16 logs stored at your colony ship. Here, highlighted logs. The section that tells you how many logs you're producing and how many are in demand. This is a good panel to check whether you're producing enough of a resource. Logs are an important construction material, and your colony ship has a basic replicator which slowly produces logs to ensure you never completely run out. But you're going to need a lot more logs, so let's build a lumberjack hut. Jetzt ernsthaft, wir schicken. First, close the resource panel by right clicking anywhere inside the panel or using the X button. Okay, now click the flashing build icon in the. Okay, here. Lumberjack. Also, was? Und die highlighted tiles, okay, da soll das hin. Okay. Forks are for you to be constructed. You can see there is an outstanding demand for logs by the icon on the building in the right icon. So. Okay, das braucht auf jeden Fall direkt. Okay, wir brauchen noch eine Route. Wir brauchen eine Straße. So. Sehr schön. Und jetzt werden von A nach B immer die Dinge getragen. Ach ja, genau. Dings. Warte mal. Genau, wenn du auf diese Adresse gehst, KDS Best, dann solltest du auch über deinen Handybrowser das machen können. Also, was du vermutlich gerade gemeint hast, ist über den über die Android-App. Da ist es tatsächlich ein bisschen teurer, weil du da mit dem Android Play Store Geld bezahlst. Ah, PC ist gestartet. Dann schlaf du gut, Hausi. Träum was Schönes. Genau, falls wer Hausi noch nicht kennt, die Hausenhexe, die spielt zum Beispiel. Warte mal. Hier, genau. Two Point Hospital und auch hier Desperados 3 wird sie jetzt dann demnächst covern. Ich freue mich schon drauf. Ach so. Ja, Donation immer, immer super praktisch, weil da kommt natürlich immer am meisten da an. Hm. Genau, Auto Resub. Gibt's das überhaupt? Also für Prime Subs gibt's die, glaub eh nicht, ne? Aber ja. Genau, lasst ihr ein Follow da, falls ihr auch zum Beispiel auf so Content steht. Denn die ist ziemlich super. Great. Each road has a carry board and who moves the resource between the posts at either end of the road, depending on where the resource needs to go. Dann spiel ich grad wieder total Bock. Achso. Ja, also, wie gesagt, gerne Donation. Bei Donation kommt ja am meisten an. Und wenn du eh nicht resubst, dann. Vor allem auch nicht Auto-resubst, dann. Steam Game. Oh. Also, keine Ahnung. Mir wird gerade außer Two Point Hospital gerade nichts einfallen. Vor allem, da ich gerade eh mit Spielen sehr, sehr. Beworfen werde quasi. Genau, und das, Angustus, das mit den, also ich, du hattest ja gesagt Siedler 2 und jetzt mit den Straßen her merke ich das auch, das hat total was davon. The Lumberward has arrived and has headed off to work. They may have noticed and that another resource was delivered. Click on your new Lumberhead to find out. Energy, ah okay. Also das heißt, wir haben auch diese Batterien. The power is provided by the energy resource. This panel tells you that the lumberboard needs one level one energy resource per day to keep working. Sehr gut. So, wir sollten aber mehr bauen. This panel now tells you how much energy L1 this residence can generate and which resources are needed to do so. Residence turns one water and one food into one energy. Okay, dann. So, drehen wir mal.
Und natürlich auch wieder eine Straße. Macht das gerade das Beste. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon mal. Das, also, für Support freue ich mich immer. Das ist total super. So. Ah ja, und das Schöne ist, ach genau, was ich total vergessen habe. Man hätte das direkt am Anfang machen können. Oder eben einfach, dass man das jetzt hier so ändert. Also falls irgendeiner auf der Carryboards sein will oder auch hier einer der Lumberbots oder das Stackboard, dann sagt ruhig Bescheid, dann könnt ihr den ändere ich den Namen gerne. Increase und Decrease. So mit Z und X. Ja, das muss man auf Y stellen. So, warte mal. Options. Keybindings. Und zwar statt Z muss das bitte Y sein. Achso, wir können es natürlich auch noch hier so machen. So, the residence is finished, but as this icon above the building show the house, but doesn't have the required resources yet to begin production of L1. So, wir sollten wohl noch einen Brunnen bauen. So, und der Brunnen soll hier hin. Natürlich auch wieder eine Straße hin. Achso, wir können auch Pfade hinbauen. So, Pfad. Das sind so Trampelpfade, die halt auch funktionieren, wo dann am Ende nicht irgendwie was. Keiner von diesen Knoten ist. So, wir müssen jetzt außerdem noch eine Fischerhütte bauen, weil unsere Roboter müssen natürlich was essen. Logisch. Achso, mit F kann man. Das ist natürlich cool, dass man auch einfach mit F dann noch die Dinger flippen kann. Die Gebäude. So. Spiel sieht geil aus. Möchte der erste Wachbot sein. Ja, ein Wachbot kriegen wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier tatsächlich Gegner finden. Also ich kann dir bisher jetzt Stackbots, Carrybots, Lumberbots und vermutlich dann auch den Fischerbot anbieten. Das ist total knuffig. Guck mal, wie der aussieht. Und er freut sich, dass er was gefangen hat. Das ist total geil. Also ich weiß auch, warum ich mich schon direkt vom ersten Mal, als ich die Dinge in meiner Twitter-Timeline gesehen habe, verliebt habe. Also wirklich, die sind super. Diese kleinen knuffigen Viecher. Okay. Ach gut, wir brauchen jetzt einen Watchtower tatsächlich. Das heißt, eventuell gibt es wohl doch Gegner. Okay. Dann bauen wir das mal hier so hin. Achso, ne, bauen. Hier Straße. Road. So. Pfad. Ich nehme den Fischerbot. Karte ist best, ist der Fischerbot. Gut, also hier. KD ist best. KD ist beste Fischerbot. Der ist auch dick wie ich. Ach ja, das Yippie vom Geologen. Das ist auch. Das kenne ich. Ich kenne es ja hauptsächlich aus dem. Obwohl, ich glaube, Siedler 2 habe ich auch kurz gespielt. Aber ich habe hauptsächlich Siedler 3 gespielt. Siedler 2 war ein bisschen vor meiner Gaming-Zeit. So, das ist ein Ziegler, wenn man diese Typen hatte, die die Grenzen erweitert hat. Genau, ja. Ja, kein Ding. Also hier, Fischerbot-Karte ist best bei der Arbeit. Komm, machen wir einen Screenshot.
So. Ja, Pioniere? Hießen die? Und unser Wachbord, das ist gerade aktuell Bell. So. So, okay, was der Angustus Jan wollte hier die hier der erste Wachbord sein. Gehört, oder? Angustus Ich habe jetzt mal den Underscore drin gelassen, ne? Genau, die haben diese Grenzpunkte immer weggenommen, ne? So, außerdem sollen wir jetzt mal noch ein Forest Tree bauen. Hier, Forest Tree. So, weil genau, es fangen nämlich so langsam an, die Bäume zu verschwinden. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, komm, ein bisschen hier so rein. Das ist ja natürlich unpraktisch. Der Bilderbot Randy. Der ist so lieb animiert. Ich frage mich aber, ob der Bilderbot immer derselbe ist oder ob das immer neuer ist dann. Hatte halt gegen Militär keinen Bestand. Sobald der Gegner einen Turm bewahrt hat, war das Gebiet weg. Es sei denn, du hast es selbst angebaut. Ach ja. So. Wir müssen jetzt hier noch was aber tun. Und zwar noch irgendwie sagen, wo er alles pflanzen soll. So. Das war hier so. So, jetzt kümmern wir uns um unser Steinvorkommen. Hier ist Surface Mine. So, was ich jetzt aber unpraktisch finde, ist, aber ich kann hier keine Straße dazwischen reinpacken. Das ist ein bisschen dumm. Das heißt, ich müsste einfach eine Straße abreißen und dann. Weil ich hätte jetzt halt sonst hier einen Knoten hingebaut und dann darüber. Das wäre irgendwie gefühlt sinniger gewesen, als wenn ich das jetzt so baue. Könnte ich eigentlich mal. Dann könnte ich mal kurz testen, ob das geht. Yes, destroy road. Destroy road. Thank you. And destroy path. Und dann bauen wir jetzt eine neue Straße. Und zwar. Ach so, die muss mindestens 4 lang sein. Ja, das ist ja dumm. Okay. Dann so viel zu dem Plan. Okay. Gut, die haben wir mal weiter, wenn du einen Turm weiter wegbauen konntest. Du kannst ja nicht außerhalb der ganze bauen. Ja, du hast die in die Ecke raushebeln lassen, dann Turm rein. Und das ist eine interessante Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einfach echt neu bauen. Aber da Straßen nichts kostet, das ist ja kein Problem. Es ist halt nur doof. Naja. So. Warte mal, warum ist das der Export? Wir haben zu wenig Energie, glaube ich. So. Genau, wir können. Ja, genau, jetzt ist nämlich gerade das. Wenn wir hier nämlich draufklicken, Demand ist irgendwie 2 pro Tag. Wir haben aber Produktion von 1,3. Ist zu wenig. Wir können jetzt einfach hier links draufklicken, um ein neues Haus zu bauen.
Das finde ich ziemlich cool. Ah, okay. Das ist super cool. Das ist halt super cool. Mit Steuerung klick einfach den ganzen Spaß klonen. Voll super. Mache ich gerade SPS? Mache ich. Nee, stimmt. Ich wäre fast zur Clash of Realities gekommen, aber das wird vermutlich nichts. Aber ja, werde ich machen. Schön, dass du da warst und vielen Dank nochmal für deine Spende. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum der Alert dafür gar nicht gekommen ist. Sehr seltsam. Ah, okay. Ach so. Ja, okay. Ja, das ist ja dann noch krasser. Das geht natürlich auch. Dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende und deine Unterstützung. Das ist natürlich noch praktischer. Da hast du recht. So, sind wir jetzt eigentlich mit unserem... Achso, stimmt. Wir sollten jetzt nochmal eine Fischproduktion irgendwo anfangen. Damit wir noch mehr haben. Einfach bauen wir sie hier hin. Ein bisschen schade, dass ich sie jetzt nicht leiten kann. Ah, warte. Nee. Hold control by clicking your tile to fix a waypoint in your prospect. Okay, okay. Das heißt tatsächlich, wenn ich will, dass es diesen Dings macht, dann muss ich jetzt hier Control halten, hier mal kurz klicken und dann kann ich so machen. Zack. So. Super gut. Das heißt, auch daran haben sie gedacht, dass wenn ich will, dass Dinge in... Was? Caribou? Schlafen. Die schlafen alle? Wollt ihr euch nicht darum kümmern, dass... Wollt ihr euch nicht darum kümmern? Habt ihr keinen Bock mehr? Hä? Warum haben wir jetzt alle aufgehört zu arbeiten? Ist es Nacht? Oder... Irgendwie gefühlt verpasse ich gerade, dass es gerade Nacht ist. Oder so. Und dass die deswegen nichts mehr machen. Nee, die idlen, weil nichts zu tun ist, aber... Bilderbot, hier. Ist doch super duper Arbeit hier da. Ach so, ich weiß, warum es nicht geht. Wisst ihr, warum es nicht geht? Weil hier der Pfad aufhört, die Straße aufhört und nicht irgendwo anders. Da kann ich lang warten. Ich dachte, das fängt hier, hört auf der linken Seite auf, aber nein, der Pfad hört hier rechts auf. Ach ja.
schon witzig. So, when you're ready, it's time to move on to somewhere with a bit more space. Gut, nächste Mission. Das heißt, wir haben jetzt unsere erste Rollenmission durch. Leider mussten wir diese machen, aber ist es trotzdem. Ja, stimmt, also wollten wir jetzt so vorhin testen. Erinnere mich nachher nochmal dran, wenn wir jetzt wieder was bauen. Und vor allem merkt ihr den Namen, weil ich werde ihn sicherlich vergessen. So. Hui. Oh, der freut sich so schön. A small monument requires more advanced build materials, including iron, and you're going to need research technology to upgrade and unlock more advanced buildings. Okay, ich wollte gerade meinen ersten Fischerbot wieder KDS Best zünden. Jetzt gibt's hier nur keine Fische. Okay, das heißt, wir müssen stattdessen jetzt einen. Ganz viele neue Sachen sind offen. Sawmill, Workshop, Small Storage. Ich freue mich schon. So, erstmal eine Schaffarm. So. So. Das Coole ist, wir können auf dieser Straße sagen, so nein, hier kommen irgendwelche Ressourcen nicht durch. Wie gut. Wie gut ist das denn? So. Hier, baut mal schnell. Ja. Dankeschön. So. Könnten. Wir können jetzt einfach sagen Autoplays und dann setzt er die alle. Sehr schön. Okay, it's time to build this colony on your own. I'll be still be around. Click on the flashing help icon on the top left. You can see the mission goal as well as advice, warnings and tips if you need them. You can also click on each advice item for more information. Genau, wir haben keine Residence, no Lumberjack Huts, bla bla bla. Okay. So, das heißt, sehr schön. Also wir dürfen jetzt auch direkt anfangen, selber zu bauen, wie wir wollen, wie wir es für sinnvoll halten. Das heißt, wir fangen jetzt mal halt hier mal mit einer Forsthütte an. Das hört sich eigentlich ganz sinnvoll an. Wir bauen das irgendwie so hin. Außerdem direkt daneben so eine Försterei. Und eine Surface Mine. Können wir auch noch gut gerade dazu packen. So. Ja, genau, gerade. Zack. So. Dann. Hinten auch direkt mal ein paar Pfade hin. Wir werden jetzt auch gleich mehr Energie brauchen. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich auch die Residences. Wie bauen wir die am blödesten? Also sie so. Und dann. So. Noch die Pfade zu Ende. Außerdem brauchen wir gleich einen Brunnen. Ja, wo finden wir das? Hier. Brunnen. So, direkt dran. Ist der Weg davon ganz kurz? So. Dafür brauchen wir Construction 1. Dafür brauchen wir vermutlich einen Workshop. Und der Workshop, der braucht verschiedene Dinge. Können wir schon mal so eine Sägemühle. Oh, was hast du? Oh, du hast keinen Platz, um das abzulegen. Ja, das ist natürlich unpraktisch. Wir sollten einen Storage Yard anlegen. Und zwar packen wir den hier hin.
Genau, ich glaube, wir brauchen noch mehr Straßen eigentlich quasi. Genau, die haben jetzt Essen und Energie. Wir brauchen Essen und Wasser und produzieren Energie. Können wir mal kurz rausfinden, ob wir denn genügend davon haben. Achso, warte mal, genau. Der hier muss noch ein paar zugewiesen bekommen. Was? Hier, bepflanzt das alles. Da machst du gute Arbeit. So. Wie es aussieht, das ist total nett. Ja, der Brunnen ist doch schon hier. So, Bildername. Achso, genau, Bildername. Hier, warte, hier, Bildername ist... Eugenie. Wir schauen mal, dass wenn wir das hier fertig haben, dann bauen wir einen Workshop und dann schauen wir, ob der Eugenie immer noch dasselbe ist. Okay? So. Hier, Workshop. Genau, ich glaube, dass die Straße hier müssen wir abbauen. Oder warte mal, wir können einfach hier eine weitere bauen. Das heißt, wir haben hier zwei Routen. Achso, ja, okay, das war ein bisschen witzlos tatsächlich. Die hier können wir gerade wieder bauen. Ups. Und zwar, ja, ja, wir haben... Ja, es ist total witzlos. Obwohl, wir könnten... Die hier können wir jetzt ab... Die können wir abreißen. Und... Dann können wir... sollten wir abreißen, damit wir da noch mal einen Weg dazwischen von da nach hier und von hier nach da, so damit wir hier mehr Carry Bots haben und tatsächlich sinnvolle Routen haben, weil damit, wenn hier einer der beiden Knoten überfüllt ist, kann halt auf der anderen Route tatsächlich auch zwischengelagert werden. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Weg zu fahren, aber wir haben mehr Puffer. Ich glaube, das ist gut. So, und was ist bei dir jetzt das Ausrufezeichen? Ach, not any storage. Ach so, ja, Staff hier. Ich würde sagen, wir können einfach alles zulassen. Oder? Hier darf Fleisch. Was haben wir denn überhaupt noch? Bricks. Können wir nicht einfach irgendwie gegensätzliche Regeln bestimmen, weil ich würde einfach alles zulassen, was bevor es dumm rumsteht irgendwo, ne?
So, Iron wollen wir ja noch anscheinend machen. Planken werden wir jetzt auch gleich haben. Und sonst, keine Ahnung. So. Kurz machen, um noch den Pylon bei den Residents zu bauen. Die finden gerade eben wieder herstellen. Die bestehen aus den Residents. Achso, ja, das könnte ich natürlich auch noch machen. Huch. Oh. Was habe ich denn jetzt hier plötzlich für Dings? Ja, weil der Knoten ist auch etwas belastet, da hast du recht. Das ist ein guter Weg noch gewesen, hier nochmal ein bisschen Dings rauszunehmen. Das einzige Blöde ist bloß, dass jetzt der Knoten überlastet ist. Ich sollte vielleicht diese Straße nochmal löschen. Sie nur bis hier bauen, hier einen Pfad dazwischen legen. Geht das? Werden die jetzt... Ne, die werden da nicht dazwischen getragen, oder? Nee, ich glaube, die werden da nicht dazwischen getragen. Ja, es bringt halt auch nichts eigentlich. Nee. Schade. Ich dachte kurz, das wäre irgendwie eine Möglichkeit, aber natürlich zwischen zwei Pfaden wird nichts transportiert. Außer irgendwo ist ein Gebäude, dann wird da noch was umgetragen. Na guck, unser Storage wird doch schon mal größer. Genau, das hätte ich auch noch überlegt, ob ich jetzt einfach auf irgendeiner Straße halt verbiete, dass da Dinge fahren. Aber ja. Zum Beispiel würde es halt keinen Sinn machen, zum Beispiel hier oben rum das Wasser fahren zu lassen. Wasser sollte einfach hier unten. Weil ich glaube, der hier braucht kein Wasser, oder? Nö, der braucht ja kein Wasser. Aber ich glaube, jetzt ist es okay gerade. Ich glaube, am Anfang war jetzt halt viel los, weil jetzt plötzlich viel in der Gegend rumgefahren wurde. Und deswegen war da mal kurz Stau, aber ist okay jetzt. Ich glaube, ist okay. So, also, Eugenie war ja der Name von dem Kollegen vorhin, ne? Lass mal schauen. Jetzt schauen wir mal, ob das... Ob das jetzt hier wieder der gleiche ist. Oh nein, tatsächlich für jedes Mal, wenn gebaut wird, wird ein neuer Buildbot gebaut. Sehr gut, das Holz, das gerade eingelagert wird, wird teilweise auch wieder direkt rüber geschleppt, weil, es gerade wieder verwendet wird. Das ist jetzt noch nicht ganz so smart. Das wäre natürlich noch gut, wenn da noch mal eine intelligentere Lösung für geschaffen werden würde.
Warte mal, eigentlich könnte ich auf dieser Straße. Auf dieser Straße könnte ich halt auch wirklich doch mal. Warte mal. Warte, auf dieser Straße kann ich mal. Black Racist Resources, mal Fleisch. So. Weil dann wird Fleisch nämlich nur noch hier unten rumgefahren. Was sehr viel mehr Sinn macht, finde ich. Hier sollte. Nee, auf diesem sollte auch vermutlich Wasser verboten werden. Aber ich weiß halt nicht, ob der das dann hier braucht, vielleicht. So, wir sollten erstmal Research auswählen. Ja, ne? Scaffolding. Achso, warte mal. Wir sollten erst Stone Masonry auswählen. Weil wir haben noch keine Sägemühle. Und deswegen wird das ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt plötzlich hier von der Sägemühle Bretter wollen. So. Sägemühle. Jetzt dann aber. So, fahrt hier rüber. Ich glaube, wir brauchen jetzt aber wieder auch mehr Energie, kann das sein? So. Demand 6, Production 3, ja. Okay, also Flip. Nee. Jetzt muss mal kurz diese Straße hier gelöscht werden. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, dass da jetzt auch die Ressourcen dran verschwunden sind. Okay, trag das mal noch kurz weg. Straße durchziehen. Sehr schön. Im Haupthaus. Nö. Aber. Genau, wir sehen hier auch die. Wir können die gesamten Transport Priorities in der Gegend rumschieben. Insgesamt auch die Construction Priorities, haben wir eine gute Übersicht aller Gebäude. Das ist das Research-Ding. Die Karte sogar. Colony Statistics. Annie, schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir denn? Genau, by the way, falls euch das Spiel interessiert, haben wir hier nochmal der Kaufen-Link. Ganz wichtig, das ist ein Partner-Link. Das heißt, alle Sachen, die ihr darüber kauft, unterstützen mich und meinen Kanal. So. Jetzt ist fast die Überlegung, ob wir nicht hier auch noch eine Straße setzen. Ne? So, leider können wir hier nach hinten keine Straße setzen. Hm. Das ist ja doof. Hm. Das ist wirklich doof. Hm.
Ich könnte jetzt diese Straße, also ich könnte jetzt einfach alle drei Gebäude abreißen, auch wenn es total fies ist, und ein Stück nach vorne rucken und dann kann ich hinten rum nochmal die Straße hin zu dem hier bauen, damit ich, weil ich kann die nicht verschieben, oder? Sculpt, nee, das ist nur zum, ich kann auch, weil ich würde total gerne diese Gebäude verschieben. Kann ich dieses Gebäude verschieben? Nein. Kann. Ja, mir geht's auch wunderbar. Wir haben jetzt dieses schöne, schöne neue Spielchen. The Colonists. Und es spielt sich total nett. Genau, weil ich könnte jetzt hier diese Straßen hier alle umsetzen. Die hier kurz abreißen. Weil, wenn das Ganze. Weil diese Straße wird sehr schnell überbelastet, glaube ich. Na komm, dann machen wir das jetzt. Auch wenn es irgendwie ein bisschen traurig ist. Ja, ja, ja. Alles weg hier. So. Genau. Und dann bauen wir die jetzt so hin. Bauen. Das ist natürlich doof. Ich muss mir diese Straße noch auch noch vernichten. Und von der hier will ich gar nicht anfangen. Die müssen wir eigentlich auch. Kommen die auch weg? So, dann bauen wir hier nochmal eine Straße hin. Und zwar von hier nach da. Von hier. Das ist total dumm. Eigentlich bräuchte ich hier nochmal einen Knoten. Weil jetzt komme ich von dem hier gar nicht mehr so geil an das hier ran, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Das Straßenkonzept ist jetzt Murks. Das Straßenkonzept ist sehr Murks. So, dann machen wir das so, schmeißen das auch nochmal weg und dann bauen wir eine Straße, die hier nicht hinkommen kann und die hier nicht hinkommen kann. Perfekt. Das schon sehr gut. Ja gut, das heißt, wir schmeißen auch die Straße nochmal weg und bauen sie nochmal neu. Und zwar so, wie sie ursprünglich war. Damit sie wenigstens hier rankommt. Und dann ist das halt so, dass das hier nicht mehr geht. Dann ziehen wir hier einmal eine Straße durch. Ziehen hier eine Straße hin und von da dann nach da so. Gut. Und wenn ich es mir gerade recht überlege, ist die ich auch noch, wenn wir gerade hier dabei sind, dann ist das hier alles noch dumm. Weil dann bauen wir das so hin, dann kann ich da nämlich hier so eine hin, dann kann ich da so eine hin. So, jetzt. Jetzt wirklich gut. Also das mit dem Straßenkonzept, das ist dann auch noch ein bisschen tricky. Genau, jetzt haben wir ein paar Ressourcen hier verloren überall. Da sind auch ein paar Ressourcen verloren gegangen, aber pff, egal.
So, du hast auch was zu Ende erforscht. Voll super, dann erforsch nochmal das hier. Und Sägemühle hast du ja auch hier. Genau. Wie du siehst, Annie, haben wir ganz viel Spaß hier an diesem Optimieren. Und genau, also es ist, wie Angus das noch gemeint hat, es ist so ein bisschen wie Siedler 2. Falls du das gespielt hast, ich weiß gar nicht. Ich selber habe ja zum Beispiel auch nur Siedler 3 eigentlich hauptsächlich gespielt. Siedler 2 mit den Straßen habe ich schon nicht mehr so wirklich gespielt. Ich hab's mal kurz angetestet, als ich mal die Möglichkeit hatte, aber sonst ging da auch nicht mehr viel. Soundausschnitte. Soundausschnitte von was denn? So, mal ein bisschen Speed hoch. Zack. Genau, hier fehlt nämlich bei der Anna-Marie, fehlt nämlich auch Dings. Strom. Wird er jetzt dann hoffentlich von allen hier produziert? Hier mehr Fleisch raus ist. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ich bräuchte mal, glaube ich, so einen Watchtower. Damit ich mal da hinten hin expandieren kann. Also die Karte ist nicht groß, das ist ganz wichtig. Aber so ein bisschen was sollten wir hier noch draus machen können. Genau, diesmal heißt der Buildbot Yami. Gerade von tolle Sachen, da gibt es teilweise echt geile Sachen. Was tolle Sachen. Von was redest du? Warum lagert der? Achso, warte mal, ist hier irgendwo. Ne, hier ist ja kein Fleischverbot mehr, ne? Weißt, sie könnten wunderbar viel Fleisch in der Gegend rumtragen, aber nein. Es muss ja hier auf. Würde sagen, dann hier. Machen wir mal. Also hier darf nur noch Fleisch durchgehen, wenn es für Storage gedacht ist. Also oder halt für Production. Das ist total unsicher. Der lädt gerade ganz viel Wasser ein. Und die können das gar nicht mehr in der Gegend rumtragen. Das Geile ist auch, die haben sich hier. So, eigentlich die Hoffnung ist, dass sie jetzt hauptsächlich Fleisch hier rüber tragen. Ich glaube, hier muss ich auch. Das kann ich hier rauslöschen. Genau, wenn ich hier Fleisch verbiete, dann sollte hauptsächlich Fleisch oben umgehen. Sehr gut. Weil die Unterroute, die ist irgendwie schon sehr voll gefühlt. Da kommt auch Wasser. Warum kommt da Wasser?
ja, ich finde auch witzig, dass ich habe gerade versucht, mir Blacklist Resource, excluding Storage und White Blacklisting und Whitelisting Storage Only ist genau dasselbe. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und ich glaube, jetzt geht. Warte mal, ich glaube, ich muss das trotzdem auf die Blacklist setzen. Weil Whitelisting ist, glaubt, das macht sonst. Da darf sonst gar nichts mehr durch. Ist gut, witzig. Er hat ein Wasser aufgehoben, hat es rübergetragen und ein anderes Wasser rübergetragen. Das hast du sehr smart gemacht. Genau wie der hier. Marilu. Ich glaube, ich verbiete einfach, dass hier Wasser eingelagert werden darf, weil es total unsinnig. Hier so kein Wasser und kein Fleisch. Alles raus, alle Kacke raus bitte. Das ist jetzt nur noch in die Häuser rein. Das ist total unsinnig. Die tragen das sofort immer ins Lager rein und irgendwie eine halbe Sekunde später wird es hier draußen gebraucht. Das ist doch dumm. So, unser Workshop braucht jetzt auch wieder was zum Erforschen. Soll ich mal was hier erforschen? So. Ich glaube, unser Lumberbot, der kommt gar nicht mehr hinterher. Kann das sein? Schauen. Demand. Demand ist 4 und wir produzieren 1,8. Na, das ist natürlich unpraktisch. Noch unpraktisch ist auch, dass wir gar nicht. Wir kommen aber auch nicht dazu, jetzt eine Straße hinzustellen, weil wir uns das hier alles ziemlich verbaut haben. Obwohl wir könnten eine Straße durchlegen. So, das wäre gut, wenn das mal weg ist. Aber ich würde da gerne eine Straße hinlegen. Könnte ich eventuell dann nochmal hier einen. Hä? Huch. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier dann noch eine Lumberjack-Hut hinbauen. Genau, dazu müssen erstmal die beiden Bäume auch weg. Na gut. Bin gerade dabei, die Folge mit der Psychopuppe auszuschlachten. Hört sich gut an.
muss zugeben, ich finde ein bisschen unpraktisch, dass man das nur an diesen Knotenpunkten angeben darf und nicht irgendwie auf der Zwischenstrecke, weil ich zum Beispiel würde sagen, ja, Stein darf hier hingeliefert werden, aber ich will es nicht hier haben. Also ich will es nicht auf dieser Strecke haben. Jetzt nicht sicher, ob das so viel Sinn macht, dass es nicht verbieten kann. Genau, das Dumme ist jetzt nämlich, dass der hier jetzt keine Energie mehr hat, weil die Leute nicht nachkommen, irgendwie Energie davor hinzutragen. Der Baum muss jetzt noch kaputt gehen, bitte. Kann ich hier noch eine Lumberjack-Hütte bauen? Achso, ja. Das hier und das hier und das hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau, wie weit sind wir jetzt eigentlich mit der Forschung? Sind wir jetzt mal irgendwo an? Nur 86%. Bin mal gespannt, was jetzt dann gleich bauen darf, wenn die Forschung durch ist. So ein Lumberjack mal da hinten ausbauen. Auch den wir haben, auch mal direkt ausbauen. Bei der Keykarte. Parodie für Rammstein? What? Ach so, warte, jetzt weiß ich, was du meinst mit tolle Sachen. Das waren Bernd das Brot Folgen, oder? Das weiß ich, was du meinst. Ich hab mich doch vorhin gewundert, was du bei als tolle Sachen meinst. Thank you.
außerdem. Ach so, das, die brauchen L2-Energie. Okay, das heißt, wir müssen hier auch tatsächlich Dinge upgraden. Wie viel brauchen die denn? Die brauchen eins pro Tag. Okay. Das heißt, wenn ich da dann zwei umbaue, sollte das hoffentlich reichen oder so ähnlich. Ach so, total gut. Unser Roboter arbeitet jetzt gar nicht mehr, weil wir nur noch L. Wir bräuchten L2. Ja, fail. Das habe ich gut gemacht. Okay, das heißt, wir brauchen da hinten überhaupt erstmal wieder ein L1 Lumberjack, weil die L2 Lumberjacks, die machen jetzt nichts mehr. Weil ja. Es fehlt Holz. Okay, cool. Und wie, ihr tragt das jetzt? Dankeschön. Das ist super wichtig. Baut das hier zuerst fertig. Genau, macht man nur Holz, bitte. Weil die L1-Energie kriege ich jetzt hier von den anderen besser. So, gut. Das heißt, da hinten haben wir jetzt wieder tatsächlich einen Lumberjack, der mir auch wirklich Holz haut und... Genau, total super. Dadurch, dass wir die Lumberjacks, die wir hatten, auf L2 upgradet haben, haben wir gar kein Holz mehr bekommen, weil wir keine L2-Energie haben. Wir wollten jetzt die Gebäude hier upgraden auf L2. Dummerweise habe ich zwei gleichzeitig angefangen, nicht eins, nur eins am Anfang. Weil ich hätte genau genug Ressourcen für ein Upgrade, aber nicht für zwei. Das heißt, wir haben jetzt beide halb fertig. Total geil. Genau, außerdem, hier können wir mal bitte deprioritizen, das wäre super. Okay, vielleicht hatte ich doch nicht für beide. Ja gut, ich habe vermutlich... Ich hatte die Planken überhaupt nicht für irgendwas. So. Du deprioritized, dankeschön. Aber dich hier prioritized. Yes, servus, Wulfus! Los gehen! Schön, dass du da bist. Schön, dass du noch reinschaust in den schönen Abend hier. Aber Augustus, was siehst du nicht? Alles wunderbar. So, wann wird denn hier unsere erste L2? Ach, Mist. Die brauchen jetzt auch Alkohol. Die brauchen Alkohol. Wo kriegen wir jetzt denn Alkohol her? Okay, also erstmal. Gut, wir lernen gerade Dinge, zum Beispiel, dass das nicht einfach geht, dass wir hier neue Gebäude hinbauen können, sondern so. Orchards,
Und dazu eine Cider Press, bitte. Shit, wir haben genau nicht. Wir haben genau keinen Platz mehr dafür, ne? So, wir machen jetzt einfach. So. Hier. Bitte. Und Dr. Wolfus, vielen, vielen Dank für dein Follow. Airhorn, das kannst du vermutlich noch nicht machen, weil du noch nicht genügend die Wiese hörst, oder? Airhorn geht nämlich erst mit 20 Experimenten. Ich bin auch gerade gar nicht mehr sicher, ob ich nicht sogar eingestellt habe, dass es erst geht, wenn man zu den Regulars gehört. Ah, wie geht's dir denn? Schön, dass du reinschaust. Okay. Ja, ist okay. Wir haben uns begriffen, dass ich jetzt zu ganz Warum das Zelt hier steht, erfährst du später. Was? Can't adjust tiles. Sind die Tiles zu hart, Chaps? Okay, dann machen wir es halt so. Genau, das Zelt. Das ist schon super. Soll ich jetzt mal sagen, wir priorisieren mal das hier bitte, dass die einmal das hier fertig bauen sollen, anstatt dass sie beide anfangen. Das ist ein bisschen schade, dass sich das nicht so ein bisschen besser aufteilt. Weil ich hatte extra hier diese Hinterstraßen gebaut, damit sich nicht alles auf diesem hier sammelt. Also da fände ich noch cool, wenn sie ein bisschen was machen würden, dass die KI halt sagen würde, okay, hier ist viel Stau, also dann schieben wir mal über die anderen Straßen. Weil der hier steht jetzt halt Ewigkeiten. Nur noch 20 Stein. Das ist schlecht. Das ist ganz furchtbar schlecht. Wo finden wir denn? Ah, hier ist noch Stein. Woher? 10, 20, 24, 30, 36. Wir haben noch 36 Stein übrig. Wird das dann überhaupt noch was? Wir waren da hier 10, hier waren 20, das heißt, wir haben nur noch 16 übrig. Und der braucht. Ja, der braucht 20. Okay, das funktioniert genau gerade. Ist okay. Ja, ist okay. Gerade so. Du, Herr Baumfäller, könntet ihr bitte hier diesen Bereich frei fällen? Das wäre super. Das wäre grandios. Aber wir müssen jetzt da hinten hin. Das wird übel. Ich glaube das nicht mehr, dass wir das schaffen noch. Weil. Nee, das könnte echt jetzt noch knapp werden. Achso, und wir haben noch nicht davon angefangen, dass das Ding ja noch. Nee, das braucht nur noch Planken, okay. Das braucht auch noch Planken.
Ja, ist okay. Ich will dieses Geräusch nicht mehr. Ja, ist jetzt ernsthaft mal. Kann man dieses Geräusch abschalten? Ist doch furchtbar. Voll gut. Oh. Da habt ihr also jetzt eure Bäume hin. Okay. Ich habe mich schon gewundert, weil hier sind keine Bäume mehr geworden. Warum haben die die alle hingebaut? Und die Antwort ist hier überall. Ja, Autoplace und so. Ah ja. Aber ja, Dr. Wulfus, kennst du denn das Spiel schon? Sagt dir das was? Das gehört nicht zu dem hier, das gehört zu dem hier. So. Keine Ahnung. So, danke, das jetzt. Dann können wir jetzt hier hinten. Ja. So, jetzt ist die Frage. Shaft mine. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo ein Underground Deposit ist. Ach. Da ist... Och. Och jö. Das heißt, ich muss noch hier meinen Weg mit Watchtowern hoch. Ach jö. Kannst du mal bitte das hier abhauen? Das wäre super Premium. Und warum idlest du jetzt? Du idlest, weil... keiner mehr Holz will. Und du bist voll. Und deswegen können wir... shit. Ja gut, dann müssen wir jetzt einfach hier den Watchtower ganz dumm hinsetzen. Und dann ist das halt so. Und das Geile ist... Du hör mal bitte auf, schnell
bevor wir hier gar nirgendwo mehr hinkommen. Das ist Grütze. Okay, warte, dann... Dann müssen wir jetzt hier einen Watchtower hinbauen, einfach um Ressourcen zu verbrauchen. Genau, kannst du bitte auch hier ganz wichtig die hier hinten abbauen, das wäre super. Genau, und die Bäume und die Bäume, die Bäume. Das wäre grandios, wenn du das bitte machen würdest. Die sind die wichtigsten. Diese hier. Genau. Obwohl tatsächlich, es ist gar nicht, genau, die hier sind gar nicht so wichtig. Die drei sind wichtig. Und die sind... die sind auch nicht so wichtig. Die hier sind wichtig. Da müssen wir jetzt mal die Schneise durchhauen. Das war's leider auch schon mit dem... mit dem... Watchtower. Schade. Ah, und cool, den habe ich jetzt auch ganz schlecht hingebaut. Weil jetzt, ja, ich bin sicher, dass ich den kaputt machen will. So. Sehr gut, wir haben jetzt auch ein bisschen Ressourcen verballert. Sehr gut. Nein, hier, der Baum ist noch wichtig. Der Baum ist viel wichtiger als alle anderen. Genau, danke. Danke. So, weil jetzt kann ich mich... So, die nächste Straße hinhauen. Könnte ich doch mal auch schauen, wie ich hier jetzt die witzig die nächste Straße hinsetze. Ich glaube, ihr müsstet mal die Bäume weghauen. Die Bäume weghauen. Und dann noch das hier. Weil ich muss jetzt auch hier wieder schauen, dass ich irgendwie da so einen Wachturm hinbekomme. Einmal hier hin. Und einmal ja, irgendwie hier hin. Diese nicht wichtig. Das nicht wichtig. Aber das hier ist wichtig. Das heißt, wir bauen jetzt auch hier nochmal einen Wachturm hin. Einfach weil geht. Einfach damit wir einen Grund haben, dass der Holzfäller hier irgendwie die Bäume weghauen muss. Genau so. Thank you.
So. Ah, okay, da unten, da ist auch sehr gut. Da unten, da drüben ist auch das, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, hier noch so ein Wachturm. Das ist nämlich, glaube ich, der einfachere Weg. Also wenn wir uns jetzt da rüber bauen müssten. Auch eine Möglichkeit, aber. So, unser Guardboard setze ich ja mal drauf. Sehr gut. Außerdem haben wir, genau, wir haben jetzt das Underground Deposit in unserem Territorium. Das heißt, wir können jetzt gleich einen Minenschacht dahin bauen, aber vorher will ich noch einen weiteren Wachturm, damit wir da das Steinvorkommen erschließen können. Und ich setze das extra so. Und eventuell müssen wir dann hier nochmal einen Wachturm hinsetzen. Ich weiß es gerade gar nicht. Muss man jetzt schauen, ob das da drüben jetzt erschloss, ob das jetzt auch da die Kohlevorkommen erschließt. Aber das Steinvorkommen ist hier nochmal wichtig, damit wir. Damit wir hier mal ein bisschen noch Stein abbauen können, weil wir haben echt zu wenig Stein. Sehr, sehr gut. So, dann, was war's? So, dann direkt mal eine L2-Mine hin. Achso, ja. Lieber Lumberjack, könntest du bitte diese Bäume hier abhauen? Das wäre total Premium. Und ja, ich will, dass du von da ganz da drüben darüber kommst. Aber natürlich bist du auch schon belegt. Deswegen magst du nicht. Na gut, dann bauen wir das einfach hier. Hier können wir das ja genauso gut hinbauen. Die Surface Mine. Gut, der Lumberboard fährt jetzt echt mal hier rüber und haut mal kurz die Dinger weg. Eigentlich wäre es vermutlich einfacher gewesen, wenn ich hier einfach nochmal einen neuen Lumber hingebaut hätte. Lumberjack. Aber muss es nicht mal geben, in der Folge 176 singt Bernd am Bo Ende besoffen auf der Reeperbahn nachts um 12:30, ob du ein Brötchen hast oder auch keins. Okay, Hardcore. Ah, da wissen wir ja, wo das Boot wackelt. So, genau. Da hinten wird auch wieder Stein abgebaut. Und auch hier gleich nochmal wieder Stein ab. Ich glaube, das da habe ich noch befohlen, dass das abbauen soll. Ja. Dann warte ich da noch kurz. Baue ich die gleich hier hin. Achso, nein. Was habe ich denn befohlen, dass das abbaut?
Achso. Ja, okay. Dann hoffe ich jetzt, dass er aber. Dass das. Nein, der Bot. Okay, dann. Dann ist eh wurscht. Dann, ob er das oder das zuerst abbaut, das ist eigentlich relativ Wumpe. Hauptsache nur, er macht das. Okay, ich muss zugeben, mir ist gerade aufgefallen. Eigentlich wäre es sogar besser gewesen, wenn er den hier zuerst umgehauen hätte. Dann warten wir jetzt halt auch nochmal kurz. 16 oder 17 Uhr auf dem Kika. Ja, krasso. Ja, Kika war früher nicht so Kinderkanal, sondern auch. Oder besser gesagt, die Kinder waren halt Härteres gewohnt. Ja, war das dann nochmal okay, wenn dann das Bernders Brot irgendwie hiervon singt? Schafft dahin, dann aus dem dann bauen wir hier noch einen Wachturm hin. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal dafür sorgen, dass wir ein paar mehr Residences haben, ne? Dann können wir nämlich hier mal anfangen. Blast Furnace hinzubauen und einen Schmied. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch für unser Small Monument? Gar nichts mehr. Können wir jetzt einfach bald hier so hinklatschen. Machen wir an die neue Straße. Das Zeichen unseres Fortschritts. Kommt das in die neue Straße? Ich frage mich halt echt, wofür wir es sonst brauchen. Bring Glory to our Colony. Schön. Der Mainboard Barbar war sehr schnell. So, wie viel Fleisch brauchen wir denn eigentlich mittlerweile? Brauchen 8. Wir haben 4. Würde ich sagen, klonen wir doch mal so eine Schaffarm. Und sagen so, hey du,
Outer Place. Und du hier, wenn du kannst, holst mal die ganze Scheiße ab hier. Weil das braucht keiner, das braucht keiner. Die hier braucht keiner. Die hier braucht auch keiner. Come on. Hau den ganzen Unfug mal ab hier. Geht ja nicht. Und danach kannst du hier weitermachen. Stört nur. Bei sämtlichen Bauvorhaben stört's nur. Das Ganze gilt für dich auch natürlich. Du darfst dann auch mal hier hinten anfangen. Weil der hier hat ja jetzt die Produktion nur angehalten gehabt. Von Lumberjack. Yay, unsere erste Kohle. So, da ich dir nicht ein anderes Umfeld geben kann, was ich ein bisschen schade finde, setze ich dich jetzt einfach zum mal schlafen. Das Level, wo du die Starte bauen musst, richtig? Schau, was du die Station baust. Ja, eh schon. Workshop. Schon längst getan. Weit voraus, mein Junge. Schon lang voraus. Ansonsten könnte ich hier auch keine Kohle und kein Eisen abbauen. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halte, dass dass diese Wachtürme so kleinen Radius haben. Also ist ja wirklich winzig eigentlich. Ja, allerdings von Anfang ist es auch schon irgendwie sehr klein. Sieht man da, was das für ein... Nö, sieht man auch nicht, was für eine Reichweite. Naja. Genau, ich habe sie auch noch nicht weiter erforscht, weil brauche ich ja nicht für das Level. Also für das Level brauche ich tatsächlich nur, dass das jetzt dann funktioniert. Und... schön. Mission complete, nämlich. Wir haben ein Jahr und einen Monat gebraucht. Skandalös. So. Okay.
Ja, wir können jetzt hier weiterspielen oder wir können natürlich zu Szenarien zurückwechseln. Und dann können wir auch sagen, wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir jetzt hier einfach bauen oder wollen wir tatsächlich kämpfen? Das finde ich interessant. Und das einzige Blöde, was jetzt ist, wir haben jetzt 2 Uhr. Ne? Also gut, 10 Minuten. Das heißt eigentlich, beim oberen tatsächlich fährt man auch wirklich auf der See rum. Das heißt, man kann echt Boote bauen. Cool. Gut, also da wisst ihr schon mal. Genau, da seht ihr auch unten. Für 9 Monate hätten wir Gold bekommen. Alles, was unter einem Jahr 6 Monate ist, ist Silber. Und 4 Jahre ist Bronze. Und hier auch wieder 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Hier ist, glaube ich, einfach, wenn wir es überleben. Okay. Also ich hätte jetzt einfach erwartet, dass wir irgendwie über ein Meer fahren und dass die Anfangssequenz ist. Aber cool. Das heißt, es ist noch ganz, ganz viel drin in dem Spiel. Falls ihr es ziemlich cool findet, dann unterstützt doch die Leute. Es sind nämlich auch gerade, glaube ich, Early Access. Ich schaue es nochmal kurz nach. Ja, hier komm, zeig mir mal dein. Zeig ich mir doch dein Spiel, nicht dein. Guides. Hier, Starpage. Genau, die sind. Nee, die sind gar nicht mehr Early Access. Die sind tatsächlich 1.0 anscheinend. Genau, die sind jetzt am 27. Also jetzt vorvorgestern. Ne? Kam die Version 1.0.2.3 mit dem Hafen Hotfix raus. Und genau, wann sind denn die auf die 1.0-Version gegangen? Weiß ich hier gerade gar nicht mehr. Sowas. Auf jeden Fall, es ist total geil. Ihr seht, habt ihr jetzt gesehen, wie es ist. Die Animationen sind super knuffig. Das Spiel an sich spielt sich super toll, finde ich. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also, da haben die feine, feine Arbeit abgeliefert. Vielen, vielen Dank nochmal für den Code, dass ich das heute zeigen durfte. Und, genau. Ja, Multiplayer wäre natürlich noch witzig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das noch hinkriegen. Weil Multiplayer ist ja meistens immer so, das musst du am Anfang mitbedacht haben. Also das musst du am Anfang bedacht haben und nicht, das solltest du irgendwann am Ende mal mitbedacht haben. Weil mitbedacht ist, da, das wird schwierig. Also Multiplayer sollte immer ein Gedanke am Anfang sein. Ansonsten kann man einfach nur hoffen, dass sie hier dann bald mit der zweiten Version anfangen, tatsächlich mit einfach Colonist 2.0 und dann ein neues Spiel hier rausbringen. Ne? Ich finde auf jeden Fall ist eine grundsolide Basis, auf der man da mal, auf die, der sie gerade sind. Und auch die Videos, die man hier so sieht, die machen Lust auf mehr. Genau. So, genau. Wir haben jetzt also insgesamt gibt es gerade 10 Missionen. Es gibt leider gar keinen Sandbox, fällt mir gerade auf. Das ist ja dumm. Es gibt ja nur Szenarien, aber gar kein Sandbox. Oder halt irgendwie Computer Generate, also einfach so frei generiert. Das wäre natürlich noch nett, wenn es das gibt. Aber vermutlich ist auch das eins der Dinge, woran sie arbeiten. Mal, können wir mal kurz gucken. Haben die irgendwo eine Roadmap? Roadmap. Genau. Development continues. Based on the sandbox mode. You can head over into the Discord to be all able to try it out when it's first available. Das heißt also, Sandbox ist natürlich in der Mache. Und das kommt noch. Schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir damit dann Schluss für heute. Wir schauen jetzt noch, wen wir noch anders hosten können. Obwohl, boah, wisst ihr was? Wir hängen jetzt einfach noch mal eine halbe Stunde dran und dann machen wir noch. Nee, das geht nicht.
Können nicht irgendwie in einer halben Stunde versuchen, Duke of Defense durchzunödeln. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir das noch hinkriegen, aber ich glaube das nicht. Ein bisschen schade. Also wir haben heute einfach zu gute Spiele gehabt. So eine Scheiße aber auch, ne? Zu viel zu gute Spiele. Als dass wir das irgendwie... Als dass wir tatsächlich mal hier irgendwie vier Spiele durchnudeln könnten. Aber ja. Genau, ich schaue außerdem, dass ich noch irgendwie organisiert bekomme, dass wir vielleicht morgen nochmal einen Stream haben, dann gemeinsam mit ein paar anderen Leuten wird es dann, wenn es klappt, dann, also vermute ich einfach nochmal die Spiele von heute geben, die ich nicht geschafft habe, und außerdem hier Secret Neighbor, dafür habe ich nämlich Zugang zur Alpha bekommen, plus 5 weitere Keys, das heißt, wer da Bock drauf hat, meldet sich dann einfach mal auf dem Discord in dem Kollaborationskanal. Der ist nur für Streamer offen, also falls ihr Streamer seid, einfach Bescheid geben, mal sagen, dass ihr da auch rein wollt. Und genau. Ansonsten. Nein. Oh nein. Ich hasse Horrorspiele. Schenkt mir sowas nicht, das versauert bloß. Ernsthaft, das wird bloß versauern und nie wieder irgendwie genutzt werden. Und guten Abend, Veggie, schön, dass du da bist. Freue mich, dass du reinschaust. So. Genau. Ansonsten würde ich mir einfach... Es ist fast Ende des Monats. Ich weiß noch nicht, ob das heute mit dem Stream noch klappt. Also heute im Sinne von Dienstag mit dem Stream noch klappt. Deswegen sage ich jetzt einfach schon, vielen, vielen Dank, dass ihr auch diesen Monat wieder mich so toll unterstützt habt. Wenn ihr nach oben schaut, wir haben unser Sub-Ziel erreicht. Wir haben es auch mehr als erreicht, weil eigentlich habe ich, glaube ich, 17 Subs, sagt zumindest mal. Hier, ne, die sind eigentlich, ja, schön, warte, mein Auto-Tweet hat gerade geschickt, dass wir jetzt immer noch live sind, aber wenn ich jetzt gerade offline gehe, sollte das vielleicht nicht getwittert werden. So, genau, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr da wart. Es freut mich jedes Mal aufs Neue. Genau, ich schaue auch, dass wir hier dass wir nicht nur neue Spiele ständig bekommen, sondern dass wir auch hier irgendwie mal ein bisschen weiterkommen. Ich würde nämlich gerne ein Overlay bauen, das so ein bisschen auch das GameLab-Thema aufgreift, damit das hier nicht immer so gammelig aussieht, weil ich muss zugeben, ich bin ein bisschen unglücklich damit. Seit 2 Jahren bin ich jetzt hier mit euch unterwegs und weiß nicht, gefühlt im Gegensatz zum Anfang hat sich nicht so viel verändert. Wir haben irgendwie neue Overlays dazu bekommen. Wir haben sie mal ausgetauscht. Es hat Ewigkeiten gebraucht, bis wir ein Abschiedsscreen bekommen haben. Es tut mir immer noch verdammt leid, dass ich irgendwie da nicht zu Potte gekommen bin. Und genau. Von daher, ich bin eigentlich schon so dran, dass da ein bisschen was da was mache, ne? Ich denke, das würde euch auch freuen. Falls nicht, dann sagt Bescheid, dann gammeln wir halt so weiter rum. Nee, gammeln wir nicht, weil ich will das haben. Ich will das auch mal ein schönes Overlay haben. Es kann nicht sein, dass irgendwie die ganzen Leute, die irgendwie nach mir angefangen haben, irgendwie innerhalb von einem Monat ein schönes Stream-Overlay haben und ich das Ewigkeiten nicht. Und ich will mal wieder Übergänge haben, weil dieses Fading ist zwar nett, aber ich hätte das gerne wieder, dass irgendwie so ein schöner Übergang existiert, wenn ich von einer Szene in die nächste wechsle. Ja, besser spät als nie. Aber die Frage ist, ich habe halt die Fähigkeit dazu nicht. Ich habe auch kein Geld, um mir das irgendwie bei irgendwem zu kaufen. Deswegen ist ja immer so die Frage, wo kriege ich das jetzt her? Aber irgendwie werde ich einen Weg finden. Und wenn es heißt, dass ich den ganzen Spaß selber lernen muss. Ja, ich bin noch immer so ein nitpicky, will selber machen Typ. Deswegen ist es immer so furchtbar mit mir, wenn es heißt so, ja, willst du nicht mal das hinzufügen? Also, aber will selber machen. No. By the way, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist gerade der Steam Halloween Sale. Also, falls ihr es, genau, das hat jetzt irgendwie gestern angefangen, der geht bis zum 1. November, also gar nicht mal so lang.
greift dazu, falls ihr noch ein paar Dinge in eurer Wunschliste habt. Also jetzt gerade auf Anhieb, was habe ich gesehen? Das Hand Showdown zum Beispiel mit dabei. Also ich weiß auch gerade gar nicht, ob. Wir müssen nur kurz mal schauen, weil im Sinne des Geldverdienens sollte ich natürlich auch sinnigerweise schauen, ob denn auch gerade Humble Store ein Sale macht. Und tatsächlich, sie machen auch einen. Die machen einen. Wo ist das Store? Die machen einen Halloween-Sale. Und genau, falls ihr am Wochenende verpasst habt, dass Murderous Pursuits kostenfrei zu erhalten war, könnt ihr euch jetzt immer noch das Spiel holen, kostenfrei. Und zwar, wenn ihr irgendein Spiel während dem Halloween-Sale kauft, dann kriegt ihr das gratis noch dazu. Hier. Ganz wichtig, wenn ihr über den Link kauft, dann kriege ich auch Prozente ab. Das heißt, also ich sage euch das nicht, um euch dazu zu drängen, dass ihr es macht, sondern um hier, ne? Damit ihr wisst, warum ich dafür Werbung mache. Einerseits finde ich Humble Store natürlich gut, deswegen bin ich da auch Partner geworden. Deswegen bin ich bei vielen anderen nicht mehr Partner oder nicht nie Partner geworden. Zum Beispiel G2A, lasst da bloß die Finger weg. Genau, und hier, falls ihr jetzt dann noch irgendwas holt, Dead by Daylight, 7 Days to Die, das ist gerade für mich zum, also bei mir ist zum Beispiel steht jetzt dran 7,44 € für 7 Days to Die. Das war auch im letzten, also ihr könnt das auch günstiger haben, weil im Humble Monthly ist das jetzt noch drin. Ne? Also wenn ihr das Humble Monthly holt, da ist auch 7 Days to Die drin und da kostet das $12 und dann kriegt ihr noch Hitman und Hollow Knight dazu. Also und noch ein paar andere Spiele, die noch gar nicht erschienen, also noch nicht bekannt sind, welche die jetzt, welche dabei sind. Ne? Also gibt viele Wege. The Walking Mat. The Walking Mat wäre natürlich auch ein interessantes Spiel, so eine Parodie auf The Walking Dead. Könnte man da mal bauen. So. Genau, ich schau jetzt mal. Outlast ist natürlich auch im Humble Sale. Schön. Aber wie gesagt, das müsst ihr mir nicht kaufen. Das werde ich nicht spielen. Ernsthaft, das werde ich nicht. Das werde ich an irgendwelche Leute verschenken. Aber das war es auch schon. Das. Ich bin kein Mensch dafür. Ja, ich habe Outlast ein bisschen gesehen und ich habe gemerkt, so, nö. Haben Sie gesehen? Nö. Das will ich nicht. So. Ansonsten noch interessant, keine Ahnung. Human Fall Flat. Im Viererpack sogar für nicht mal 14 €. XCOM. Was? Metal Gear Survive ist jetzt für 4 € da. Was? Ist das so? Das ist so schlecht gelaufen, dass sie jetzt gesagt haben, so komm, hau mal das irgendwie zu Halloween für 4 € raus. Ich erinnere mich nämlich noch, das war nämlich am Anfang hier, war es nicht irgendwie so ein 60-Euro-Spiel oder so? Ist total teuer gewesen. Nee, 23 kostet das wohl. Hätte das gekostet. Das Metal Gear Survive. Metal Gear mit Zombies. Total unsinnig. Aber gut. Na, kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Sonst Dead by Daylight in der Deluxe Edition für nicht mal 11 €. Die ganzen DLCs kriegt ihr da bestimmt dann auch. Also genau, also tatsächlich, wenn ihr jetzt die ganzen DLCs, also wenn ihr Dead by Daylight noch nicht die DLCs habt, dann greift zu, die sind gerade alle 40% reduziert. Also, ne. Ich selber spiele es ja nicht, aber für die Leute, die das spielen, ist da so 40% reduziert auf alle DLCs schon ziemlich geile Aktionen. Case Animatronics ist gemeiner. Spiele ich alles nicht, ganz einfach. Ne? Also ich werde jetzt noch dieses, also Observer ist interessant. Eventuell spiele ich das tatsächlich noch zu Ende. Und ich werde das aber nur im Stream spielen, weil wenn ich alleine hier sitze und alleine spiele, dann werde ich keinen Bock drauf haben. Nein. Und was wir noch spielen werden, was ich auch schon runtergeladen habe und was ich vom Entwickler bekommen habe oder quasi aufgedrängt bekommen habe, vielen, vielen Dank dafür übrigens, Narcosis. Narcosis für die PlayStation 4. Warte mal. Da hatten wir doch. Ich kann mal kurz den Link hier reinposten. Das ist so ein Unterwasser-Horror. Und mir graut er jetzt schon davor. Mir graut jetzt schon davor.
furchtbar. Das brachte dir viel. Ja, oh. Yoshio, hättest das nicht für dich behalten können, dass es ein böses Horrorspiel ist, dann wäre ich einfach hingegangen und hätte jetzt nicht so die Panik gehabt davor. Jetzt habe ich Angst davor. Jetzt will ich eigentlich gar nicht dahin. Und hallo Snacky, schön, dass du da bist. Ja, du, leben kann ich auch wann anders. Also ernsthaft. Leben kann ich auch wann anders. Schön, dass du reinschaust, Snacky. Wie geht es dir denn? Und herzlich willkommen auch an allen anderen Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt gerade mit reingeschaltet haben. Wir sind gerade beim Schlussmachen eigentlich. Ich labere jetzt eigentlich noch viel von wegen hier, kauft euch das, kauft euch jenes. Halloween Sale ist einmal im Steam Store und einmal auf Humble. Ich poste einfach nochmal den Link hier rein, falls ihr zum Beispiel die Dead by Daylight DLCs kaufen wollt. 40% reduziert, super praktisch. Human Fall Flat, War, Mountain Blade ist da und ich finde es total gut. Das wird, also Mountain Blade soll, will ich auch eigentlich mal noch hier im Stream spielen. Ihr könntet euch Agony kaufen, ahahaha, das schlechte Spiel oder so. Sonst, genau, die ganz, also ganz viele Halloween-Spiele sind da. Aber auch Staxel, was ein Halloween-Update hatte. Ja, Dead by Daylight in der Base-Version, falls ihr es noch gar nicht habt. Ist natürlich auch dabei. Und aus irgendwelchen Gründen ist auch For Honor dabei. Keine Ahnung. Genau, Ankus, dann vielen, vielen Dank auch nochmal für die Soundschnipsel. Ich werde sie mir nachher mal reinhören und dann In-Game-Shop? What? Seriously? In-Game-Shop? Okay. Ich hab's ja noch gar nicht angeschaut, aber doch, ich hab's einmal angespielt, aber das war's auch. Vampyr. Vampyr für 30 Euro. Also für knapp 30 Euro, come on. Ich glaube, da wäre fast ich sogar schwach. Aber das kann mein Laptop kann das eventuell. Aber bis ich da dazu komme, das zu spielen, das ist bestimmt, also, da ist schon dreimal wieder Winter Sale gewesen. Vampyr. Da. Nee. Zuerst kommt erstmal. Genau, ich hab's noch State of Mind. Der Left Behind DLC von The Last of Us wartet noch auf uns. Horizon Zero Dawn habe ich gekauft, was ich noch unbedingt spielen will. Nicht vor 2 Jahren. Oder vor einem Jahr tatsächlich. Also am Anfang des Jahres wollte ich das tun. Aber irgendwie ist dann das Geld also und ist weg. War weg. Ich muss jetzt erstmal einen neuen Job finden. Dann können wir nochmal drüber reden. Aber so ist gerade nicht zu denken dran. Genau, also wie gesagt, das wartet noch alles auf uns. Hand of Fate, da habe ich ein DLC bekommen von den Entwicklern, auch dafür vielen Dank. Das kann ich euch demnächst zeigen. Red Dead Redemption 2 interessiert mich sehr, aber der erste Teil auch. Deswegen wollte ich auch einfach irgendwann mal für die Xbox 360, die ich ja auch habe, einfach Red Dead Redemption holen, den ersten Teil, und dann das spielen. Und dann können wir uns vielleicht auch nochmal an Red Dead Redemption 2 ranwagen. Es wäre fast schon sinnig, wenn ich Red Dead Redemption 1 jetzt streame, für ganze Leute, die auch auf den zweiten gehypt sind, aber irgendwie auch irgendwie zuerst den ersten sehen wollen. Weiß nicht. Red The Lucid Heart Nightmare. 2 ist ein Prequel von 1? So ein Schmarrn! Was? Okay, das heißt, wir werden dann einfach den ersten Teil spielen, sobald die Leute mit dem zweiten Teil durch sind. Also sobald man sieht, so dass die Welle von Red Dead Redemption 2 weg ist. Also wenn das aus den Top 10 oder so verschwindet, kann ich ja mal anfangen, Red Dead Redemption 1 zu spielen, weil ich bin durchaus Fan, Spiele in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich erdacht wurden, zu spielen, auch wenn Prequel, Sequel, Bullshit anfängt. Deswegen will ich ja auch immer noch Borderlands 1 zuerst spielen und dann 2 und dann irgendwann den Pre-Sequel. Ich weiß nicht mal, wo der Pre-Sequel
geordnet ist. Ich glaube, der ist tatsächlich der allererste. Na, heute gelesen, dass Rockstar während der Trump-Ära kein GTA 6 bringen wird. Hm. Pre-Sequel ist Version 1 und 2. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Wenn ich spiele, dann mache ich das, wie gesagt, 1, 2 und dann Pre-Sequel. Weil das käme mir unsinnig vor. Gut, dann habe ich, glaube ich, heute genug gelabert, oder? Oder soll ich noch ein bisschen labern? Sollen wir noch ein bisschen eine Stunde mit Laberababer machen? Ich wüsste noch nicht mal, was ich euch grob noch erzählen könnte. Also sollte. Ach, Alan Wake hätte ich auch noch, ja. Das liegt auch noch rum. Und das wird mich auch interessieren, tatsächlich. Das wird mich ja noch interessieren. Die Frage ist bloß, wo bringe ich das wann unter? Ne? Ne, ach so, die wollen tatsächlich eine Serie zu Alan Wake machen. Ja, cool. Ja, das hört sich interessant an. Haben wir auch gehört, dass es ziemlich gut sein soll. So. Ach ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Graveyard Keeper hat heute den Breaking Dead DLC gratis dazu bekommen. Also halt einfach ein Update. Breaking Dead, was ist denn da drin? Genau, create an army of undead workers that automate chores around your graveyard. Okay, das heißt, du kannst tatsächlich Leichen wieder zum Leben erwecken und die kannst du dann in der Gegend rumschicken, dass sie irgendwie halt craften und so. Also Holz, Stein und craften. Also Holz und Stein sammeln und craften können sie dann. Voll gut. Das heißt, die können das auch. Und die können das auch automatisch verkaufen. Und geil ist, man kann die Zombies tatsächlich halt modifizieren und upgraden mit neuen Organen zum Beispiel. Ja, Zombie-Arbeiter. Fucking Zombie-Arbeiterin. Ist richtig gut, ey. Also, falls ihr Graveyard Keeper noch nicht angespielt habt, ich glaube, das lohnt sich jetzt gerade richtig, richtig arg. Also mit dem neuen Update ist richtig gut. Es wird nochmal richtig gut. So, hier nochmal der letzte Werbelink hier. Bevor wir jetzt hier Schluss machen, ne? Genau. So. Also, morgen, wenn es zum Stream kommt, I'm not a monster, Duke of Defense und Secret Neighbor Alpha. Ne? Und falls ihr Bock habt, mit zu streamen oder auch mitzuspielen, dann schreibt mich an. Für 6 Leute haben wir Platz. Ich glaube, 3 Plätze sind belegt. Also 3 sind noch offen. Ich muss nochmal nachschauen. Aber schreibt einfach bei mir auf dem Discord und genau, dann finden wir da schon irgendwie einen Platz. Oder eine Möglichkeit. Das ist seltsam. Eigentlich bin ich noch viel zu wach, glaube ich. Um jetzt aufzuhören. Sollen wir vielleicht doch nochmal Duke of Defense machen? So ein kleines, entspanntes Tower Defense. Ne? Nee, ich buche jetzt erstmal meine Bahntickets, weil ich habe jetzt noch ganze Zeit nicht meine Bahntickets gebucht und die sollte ich buchen. Weil die werden nicht günstiger. So, und genau. So, jetzt muss ich auch noch mal kurz schauen, weil ich fahre mit anderen Leuten dahin.
So. Warte, ich muss mal kurz. So, wann Hinfahrt? Dass die mit dem hier. Ist das der? Nein, das ist ein TGV. Genau, das ist. Ah, verdammt. Das ist gar nicht dieselbe. Warum müssen sie den teureren nehmen? Egal. Dann fahre ich halt alleine im TGV. So. Ist eh nur eine Stunde. So, und dann noch eine Stunde nach Hause. €30. Ist wieder Geld. Ist halt doch wieder Geld. So. Genau, am Mittwoch hin. Sonntag zurück. Es ist furchtbar. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Mittwoch fahren soll. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen rausgezögert. Oh, hin und her gerissen. Na, ist nicht, weißt du was? Ich glaube, mit Stream ist jetzt keine gute Idee mehr. Ich werde vermutlich gleich in einer Viertelstunde total müde und dann hat sich das dieses kurze Hoch nochmal von wegen, ja komm, wir machen das um eine Stunde. Da sollte man nicht drauf reinfallen. Vor allem, ich sollte nicht drauf reinfallen. Ich bin mittlerweile lang genug mit dabei. Genau. Dann machen wir es jetzt einfach jetzt, wo ich fit bin, wo ich noch unter Wut wunderbar unterhaltsam bin, hoffentlich auch. Sage ich euch jetzt nochmal schön Tschüss. Es war schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Also hoffentlich dann nach dem Schlafen morgen dann Dienstagabend. So, Dienstagabend, also heute. Ciao dann.